lieber Reinhold, da sehen wir schon Klaus Weizenbier und die Tochter Lisa. Bitte schön, Reinhold. Ja, ich geselle mich mal zur Familie hinzu. Jetzt machen wir ein bisschen Platz. Ganze Familie zusammen. Klaus, tut's denn jetzt ein bisschen weh im Bauch oder wie war das eben bei der letzten Runde? Doch, es hat gerade in der Südkurve habe ich schwer gekämpft mit den Trainern. Ganz ehrlich. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, die ganze Karriere, 15 Jahre Profi, welche Freunde sind geblieben, mit denen Sie zusammen gespielt haben? Ja, Freunde, ich meine, in 15 Jahren bleiben wenig Freunde über. Im Fußball ist das nun mal so. Jeder verdient sein Geld. Es bleiben ganz wenige Freundschaften über. Mit Dietmar Jakobs, wo mich noch eine Freundschaft verbindet, mit Norbert Nachtweih, mit Dieter Hoeneß. Aber es sind drei Freundschaften von 15 Profijahren und in 15 Jahren Bayern München sieht man viel kommen und gehen. Es ist reichlich wenig, was übrig bleibt. Und dann ist die Entfernung so weit, dass man auch wenig Kontakt hat. Meinen Freundeskreis habe ich bei mir zu Hause und das sind Freunde, wo ich mich hundertprozentig verlassen kann. Jetzt haben Sie eben gesagt, Mensch, ich habe zwei, drei Fehler gemacht, sonst würden wir 2-0 führen. Hätten Sie sich ein anderes Abschiedsspiel gewünscht als einen richtigen Härtetest für die Saison? Nein, ich sehe das sicherlich als Abschiedsspiel, aber auch als Härtetest. Und ich sehe das schon auf Hinblick Uerdingen. Und wir haben vor dem 1-1 einen riesen Torschuss gehabt. Und es ist unser Manko gewesen, die letzten Spiele, auch in Italien. Wenn man 2-0 in Führung geht, dann kann man beruhigter spielen. Das wäre vielleicht wichtig gewesen für die Spiele, für Selbstvertrauen. Und jetzt liegen wir 4-1 hinten. Das ist natürlich bitter. Ich ärgere mich immer noch. Bist du denn jetzt froh, dass der Papa öfter zu Hause ist? Ja, ich glaube nicht, dass er öfters zu Hause ist. Das heißt, jetzt als Trainer wird er immer noch irgendwie unterwegs sein? Hat er das schon angedeutet? Ja. Bist gewohnt oder so? Ja. Der Trainerjob, der neue. Jemand, der nur in Vilshofen und in München gespielt hat. Wird er weiterhin nur in dieser Gegend auch Trainer bleiben? Ja, ich hoffe es. Ich bin jetzt die nächsten 2 Jahre an Bayern gebunden, gerne gebunden. Ich hoffe, dass es noch mehr 2-Jahres-Verträge gibt. Aber in dem Job ist so kurzlebig, dass man nicht weiß, was in 2, 3 Jahren ist. Kann sich Klaus Augenthaler vorstellen, mal Trainer in Bochum, Dortmund, Hamburg, Bremen, sonst wo zu sein? Die Frage wurde mir schon oft gestellt. Momentan kann ich es überhaupt nicht. Ich bin jetzt Lehrling in diesem Job und habe mit dem Erich Rippig einen Mann von mir, wo ich nur lernen kann. Ich hoffe, dass ich mit ihm und mit der Mannschaft Erfolg habe. Ich habe hier 10 schöne Jahre gehabt, wo ich eigentlich nur auf der Erfolgswelle geschwommen bin. Ich möchte mich mit der Mannschaft wieder freuen, mit dem Erfolg teilhaben mit der Mannschaft. Und das ist jetzt mein nächstes Ziel. Und ich denke noch nicht, ob ich jetzt in Bochum oder Wattenscheid oder sonst wo trainieren könnte oder möchte. Ich möchte es auch nicht abwertend. Ich habe viele Kollegen, die aus dem Westen sind, Trainerkollegen. Es gibt auch überall gute, dufte Typen. Ein großes Ziel haben Sie als Trainer mit dem FC Bayern München. Ein Ziel, das Sie selbst nie erreicht haben als Spieler. Das stimmt, ja. Ich habe ein Ziel, mehr oder weniger, ist noch ein Traum. Aber ich habe irgendwo in einem Buch gelesen, wenn man lange genug darauf wartet, erfüllt sich jeder Traum. Es ist den Europapokal der Landesmeister als Trainer mit dem FC Bayern zu holen. Da trinken wir jetzt drauf. Prost, Klaus. Schön, dass Sie da waren. Schüss mal unten an, da kommt der Preuß und versteht es nicht, irgendwie Kölsch gewohnt. Zum Wohl.